Hallo Leute, der Sorio ist hier. Willkommen in Atomic Heart. Es geht weiter in der nächsten Folge. Ja, ich war noch ein bisschen unterwegs. Die Kiste da, die habe ich noch nicht. Wollte ich fast gucken, ob ich das noch irgendwie schaffe. Ich müsste in diesen Ding hier rein. Aber ich bin da nicht reingekommen. Ich weiß nicht, wie ich da reinkomme, um darüber zu kommen. Komisch. Ich habe allerdings mir die Kiste geholt und dann musste ich irgendwie so einen ganz ewigen Weg gehen und beim Runterkommen bin ich irgendwo schon wieder hängen geblieben und dachte so, Manometer. Ja. Aber, na gut, so ist es. Also wie ich da hinkomme, ist mir tatsächlich noch ein bisschen unklar. Oder vielleicht komme ich irgendwie anders dahin. Warte, von da darüber und dann darunter. Von da darüber und dann darunter. Das könnte funktionieren. Deswegen werden wir mal versuchen. Auf jeden Fall schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass du zuschaust. Ich hoffe, es gefällt dir. Nee, jetzt muss ich darüber. Wenn es so ist, freue ich mich natürlich. Gerne ein Like da lassen. Gerne einen Kommentar schreiben, wenn du Tipps hast, Hinweise, irgendwas. Wie komme ich denn bitte darüber? Und wenn du mich unterstützen willst, den Kanal unterstützen willst, lass mir doch ein Abo da. Das wäre super. Ich würde ja gern zu dieser Kiste. Vielleicht komme ich von da, nehme ich einfach nur da wieder rüber. Aber wir können es ja mal versuchen. Wenn hier springen. Ja. Springen kann. Okay. Mach mal. Geh mal. Ich kann mich aber anscheinend auch nicht hochziehen. Ich will jetzt auch nicht springen drücken, weil nachher springe ich dann weg oder so. Ich weiß es nicht. Also ist mir die Steuerung noch nicht so ganz. Logisch. Ja. Hopp. So. Da will ich jetzt aber gar nicht hin. Genau, hier hin. Und jetzt können wir die hier noch einsammeln. Okay. Müssen wir mal gucken. Da drin war ich. Jetzt können wir hier rein. Genau. Jetzt können wir, glaube ich, hier hoch gehen. Und dann hier wieder runter. Ne, noch nicht hier hin runter. So, und dann können wir hier raus. Ah, super, hat geklappt. Okay, so, gleich einmal speichern. Also dieses Sammeln ist auch tatsächlich... Ist ganz schön viel. Ja, und hier hatte ich eine ganz kuriose Sache vorhin. Da habe ich mir irgendwas angeguckt. Irgendeine Erweiterung angeguckt, die ich noch nicht habe. Die kann ich mir auf der Karte anzeigen lassen, wo ich den Bauplan finde. Und dann hatte ich so eine Anzeige, dass ich hier so stand und nichts mehr machen konnte. Also ich kam nicht weg, ich kam nicht hin, wie auch immer. Es ging gar nichts mehr. So, durchquere die Saatgutbank. Das machen wir jetzt mal. Nee, halt eine Sache wollte ich noch machen. Ich wollte... Bitte Vorgang auswählen. Ich wollte hier was ändern, weil diesen... Rundumschlag, ganz ehrlich, den habe ich nie benutzt. Ja, den habe ich nie, also ich, beziehungsweise nein, das stimmt nicht. Ich habe ihn benutzt, aber ich habe das Gefühl, der macht, der bringt nichts. Ich würde eher starker Hieb auswählen und den installieren. Yep. Und das hier verbessern. Gucken, wie weit ich das verbessern kann. Das kann ich nicht, aber Stufe 1. Oh. Das Töten von Gegnern regeneriert 5 Gesundheit. Ja, also das finde ich tatsächlich wahrscheinlich sinnvoller, das zu nutzen. 1, 2, 3. Okay. Wieder runter. Weg damit. So, was haben wir hier denn noch? Ich muss offensichtlich hier da mal gucken. Bo!
Okay, das Ding hat nichts mitbekommen. Bis der hier, bis meine Waffe wieder aufgeladen ist. Mal gucken, wie viel da noch kommen. Macht es Sinn, das aus der Verdeckung abzuschießen? Oder kommen hier einfach unendlich viele? Oder waren sie das jetzt alle? Ich weiß es nicht. Gut, ich nehme mal die hier und dann gucken wir mal weiter. Erstmal hier rum. Komme ich da runter? Komme ich da dann auch wieder hoch? Oder habe ich da in irgendeinen... Ist hier unten irgendwas? Kiste, oder? Ist das eine Kiste? Oder nein? Na super, jetzt bin ich da unten. Wie komme ich denn jetzt... Ach, ich wollte da gar nicht rüber. Also, zum Teil bewegt man sich dann zu schnell. Irgendwas habe ich gerade gehört. Okay. Super. Na super. So, gucken wir mal, wie weit wir hier mit der Waffenaufladung sind. Das gibt's doch nicht. Einmal heilen. Irgendwie habe ich das Gefühl, entweder man trifft nicht. Zumindest werden die offensichtlich... Strom, okay. Eigentlich wollte ich ja da wieder rüber. Ich vermute aber mal fast, ich muss erst in diesem Gebiet hier noch das weitermachen. Aber da oben ist eine Kiste, nur ich komme da nicht hoch. So, okay. Nicht hier hoch. Ja, und hoch. Komme ich jetzt da hoch? Warum komme ich denn jetzt? Hopp. Okay. Jetzt bin ich hier. Das sieht doch aus wie eine Kiste, die ich öffnen kann. Da hinten ist was. Geht's da dann weiter? Oder da? Also das weiß ich gerade nicht. Hopp. Nee, das ist gar keine Kiste, die ich öffnen kann. Was ist denn das dann da hinten? Manometer. Hopp. Okay, der ist weg. Einen gibt's noch. Was immer der da gerade macht. Okay, sinnvoll ist das nicht. Und dann triffst du nicht. Also das Treffen ist... Was glaubst du so? So, Mann. So. Aber das ist echt... Also was war denn das bitte für ein Verhalten? Aber da bin ich mir manchmal tatsächlich, ehrlich gesagt,
nicht so ganz sicher, wie sinnvoll hier dieses Verhalten immer ist. So. Ein bisschen was bekommen. Und ansonsten scheint es hier hinten nur Sachen zum Einsammeln zu geben. Teilteile. Irgendwas, Zeug. So, wie komme ich jetzt da wieder rüber? Und dann geht's da. Wartet mal. Kannst du bitte... Du müsstest doch jetzt eigentlich da hoch. Oder auch nicht. Hopp. Das soll einer verstehen. Da kann man auch... Und hoch, und hoch, und rüber. Und, hallo? Ich will jetzt da hoch. Warum komme ich nicht da? Das verstehe ich nicht. Warum kommt der jetzt nicht da hoch? Okay. Also dieses Parcours-Ding ist ein bisschen komisch, muss ich sagen. Bin ich jetzt irgendwie sehr weit oben? Oh. Hopp. Da hoch. Guck nicht, dass hier gleich irgendwo ein Roboter kommt. Also wieder was einzusammeln. Ist ja ganz nett, aber... Manchmal kommt man irgendwo hoch. Manchmal kommt man irgendwo nicht hoch. Hopp. 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 Okay, dann komme ich da wieder hin. So, das heißt, den Teil haben wir jetzt gemacht hier. Und im Endeffekt hat es aber nur ein paar Sachen gegeben, die ich jetzt einsammeln konnte. Beziehungsweise... Da, oh, nee, da war ich noch nicht. Warte, Marsch zurück. Wie komme ich jetzt da rüber? Von... Leute. Hopp. Hopp. Da hoch. Und... Hopp. Da hoch. Da lang. Und kann ich hier... Ne, ich will da eigentlich da rauf. So. Nein. Hallo? Komme ich mit dem nämlich da ganz hoch, oder? Ich habe Feuerkartusche. Warte mal, Kartusche habe ich doch hier auch eine... Achso, ja, ich kann sie ja nicht so herstellen. Was ist hier? Ist hier irgendwas? Ne? Das heißt... Ich muss mich hier draufstellen. Und dann kann ich mich hier hochziehen lassen. So. Jetzt gucken wir mal kurz. Kann ich diese Blume von hier aus abschießen? Ja. Den haben wir abgeledigt. Warte mal, wir können doch... Wie war denn das mit dem Scannen, genau? Da habe ich noch Kiste. Komm hier da hoch, bitte. Von da, da hoch. Ich will da jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht hin. Ich habe zum Teil das Gefühl, dass du viel zu weit...
springst oder manchmal läufst. Ja. Oh. Das gibt's doch nicht. Mann. Was soll denn das hier bitte? Normal. Das wird dann schnell und irgendwie wechselt das die Richtung oder... Jetzt haben wir's. So. Dann können wir da durch. Ich weiß nur nicht, ob wir's brauchen, aber wir hätten jetzt hier eine Kiste. Die habe ich vorhin übersehen. Wie konnte ich nur eine Kiste übersehen? Wir hätten jetzt die Möglichkeit... Gehe ich jetzt nochmal darüber? Versuche ich das? Warte mal. Im Endeffekt müsste das doch so sein, dass ich von hier mich darüber... Ja, warte mal kurz. Wir gehen hier runter. Sammeln hier mal ein bisschen ein. Das ein. Das ein. Und jetzt haben wir noch eine mittlere Neuromed-Kapsel. Ah, das ist cool. Und jetzt könnte ich hier rüber gehen. An sich müsste ich doch jetzt genau so. Und so. Und so. Jetzt kann ich hier hin. So, und jetzt können wir noch einmal hier reingehen. Und einmal was gucken. Soll es sein, Major? Was? Jetzt kann ich... Neuromed-Kapsel? Nee. Kartuschenwaffen. Feuerkartusche. So. Machen wir mal. Stellen wir mal welche her. Und dann kann ich nämlich... Irgendwo habe ich doch schon ein Kartuschending, oder? Kartuschenwaffe? Nee, hier... Nee, habe ich noch keins drin. Hier habe ich schon die Kartuschenwaffe drin. Das hier ist... Irgendwie kann ich jetzt hier... auswählen. Wie kann ich denn jetzt hier bitte auswählen, welche... wie ich eine Kartusche kriege. Ah, das wollte ich doch gar nicht. So. Hä? Wie geht denn das mit den Kartuschen? Ah, okay, also ich habe jetzt eine Kartusche hergestellt. Ich weiß noch nicht, wie ich die benutze. So, gut. An sich können wir ja jetzt hier rüber hopsen. Da so ein Ding und da so ein Ding. Zumindest wenn man das aus der Entfernung macht, scheint das keinen Alarm auszulösen. Irgendwas macht hier sehr komische Geräusche. Hat das getroffen? Also man sieht nicht irgendwie einen Hit. Doch, hat getroffen. Ist so umgefallen. Cool. Eigentlich kommen da diese Reparaturteile raus. Aber irgendwie kommt da keiner. Dann ist das weg. Und jetzt mit dieser Zipline darüber. Die ist hier oben. Dann weiß ich noch, wie ich da hinkomme. Dümp, 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 dümp. Lass das mal runter. Danke. Und hopp. Und dann ziplinen wir mal. F. Schuh.
eigentlich nicht vor. Will ich da jetzt runter? Gibt's da unten was? Möglicherweise. Muss ich hin? Da muss ich hin. Okay, da bin ich ja eigentlich quasi. Dahinter irgendwas? Mal kurz gucken. Gibt's hier irgendwas einzusammeln? Ja, nur eine Kiste, okay. Hält sich in Grenzen. So. Da kommt man, hier kommt man hoch, oder? Bevor wir da runter gehen. Aber komme ich da hoch? Hey, ich kann mich dazwischen setzen. So. Die Frage ist, gibt es hier jetzt irgendwas? Oder muss ich einfach im Endeffekt doch mal wieder runter? Okay. Ist da unten was? Das sollte eine Kiste sein. Das könnte eine Kiste sein. Warte mal kurz, das kann ich mal scannen. Da ist irgendwas Rotes. Widerstand gegen. Jetzt haben wir ihn erledigt. Okay. Da gibt es noch dieses Reparaturding. Ansonsten gibt es hier ein paar Kisten. Hopp. Ich weiß nicht, ich habe Schaden genommen beim Darunterspringen. Naja, wer weiß. Nö, sonst nichts. Okay. Der hat da eine Kiste. Den lassen wir mal kurz. Kann ich hier irgendwas machen? Technik. Da komme ich gerade nicht rein. Nee. Komm ich auch nicht rein. Ist auch nichts. Hier waren wir. Können wir nachher hoch. Denke ich mal fast. Auf jeden Fall noch die Kiste. Super. Boah, wie lange dauert das denn? Hey! Ich ziel genau auf den und ich treffe den nicht. Das gibt's doch nicht. Vielleicht bin ich zu nah dran. Was soll denn das jetzt bitte? Das ist doch jetzt dämliche Veralberung. Ich fühle mich gerade total veralbert. Nur so. Wirklich. Kann doch nicht wahr sein. Ah, da kann ich auch. Hier kann ich auch hoch. Hopp. Hopp. Oh. Und hopp. Und. Und dann da hoch. Hopp. Dann sind wir hier oben. Okay. Geht's da noch weiter hoch? Von da. Ernsthaft? Wieso habe ich denn das jetzt nicht geschafft? Das ist doch dämlich. Also wenn es sowas gibt, dann muss es doch auch irgendeine Anzeige geben. Jetzt komme ich da.
Oben war was. Ab. Und dann komme ich da hoch? Nee. So. Hier rüber. Okay. Wir sind bei 25 Minuten und sind quasi dieses Stück Raum durchgekommen. Ah, hier. Das hätte ich machen sollen. Ist jetzt wahrscheinlich auch egal. Ach, Quatsch. Oh. Ey, das verstehe ich nicht. Also so ganz, ganz oft gefühlt wird das so schnell. Also ich weiß auch nicht. Vielleicht muss ich das üben oder Schloss wechseln. Jetzt. Man muss so ein Ticken, bevor es grün wird, nehme ich tatsächlich schon klicken. Also wenn ich erst klicke, wenn es grün wird, bin ich zu spät. Okay, so Leute. Durchquere die Saatgutbank. Ich hoffe, dass ich jetzt in Kurze hier durch bin. Leitet uns. Und es nicht mehr ewig brauche. Vermutlich nicht durch. Wir gucken uns einmal um hier. Dass ich hier jetzt langsam aber sicher mal durch bin. Ich weiß ja, dass es mehrere unterirdische Gebiete gibt. Ich weiß, dass du hier bist, Petrov. Du kannst nicht entkommen. Du hast 10 Sekunden, um dich zu ergeben. Wieder so ein Ding. Ich liebe. Okay. Was war's jetzt? Okay, was auch immer das für eine Logik war. Ich wollte aber hier nochmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Was ist das da hinten? Gemäß den biometrischen Werten ist das Petrov. Wirklich? Schöne Scheiße. Es ist tatsächlich Petrov. Ich habe geahnt, dass es so enden würde. Zauberer, hier ist P3. Zauberer hier. Hast du Petrov gefunden, mein Junge? Ich habe seine Leiche gefunden. Er wurde geköpft. Ein Lader hat seinen Schädel total zermatscht. Verdammt. Sein Kopf enthielt Codes, mit denen ich diesen Albtraum schnell hätte beenden können. Es tut mir leid, Dr. Sechenov. Ich bin zu spät gekommen. Na, dann müssen wir das Problem eben anders lösen. Hatte er Ringe bei sich? 2 goldene Ringe? Nein, keine Ringe. Nur eine Kerze. Verstanden. Du musst dich sofort bei dem WDNH melden, P3. Wir haben größere Probleme als Petrov. Was könnte schlimmer sein als Petrov? Stockhausen wird dich bei dem WDNH informieren. Schnell, die Zeit drängt. Verstanden, mein Junge? Verstanden, Zauberer. Bin schon unterwegs. Wir nehmen das Ding mal mit. Das werden wir bestimmt noch brauchen. Und dann geht's hier lang. Warte mal. Ich lasse das mal kurz fallen und scanne einmal. Finde einen Weg aus dem Komplex. Da geht's hoch und dann muss ich irgendwie da hochkommen. Und vermutlich mit diesem Ding. Na.
Ach so, dann verliere ich den. Warte mal. Wo ist er denn jetzt hin? Da. Muss ihn viel eher. Ja. Aber da komme ich da auch nicht hoch. So komme ich da offensichtlich nicht rein. Weil der nicht hochgeht. Okay. Nur weiter. Sicher, wofür ich das Ding jetzt hier brauche, aber ich habe es gefunden und normalerweise Technik. Das heißt, hier können wir einmal. Hier war ich schon. Speichern. Speichere Daten. Dann will ich mal gucken, ob ich hier bitte irgendwelche Vorgang auswählen. Polymerverbesserungen machen kann. 90. 90 ist gar nicht schlecht. Die Telekinese habe ich noch nie ausprobiert, aber wir könnten. Das hier machen. Oder. Wir machen erstmal die Massentelekinese und dann das hier, dass wir ihn. Leute nach unten schleudern. Das habe ich zumindest in Spielen schon. In Videos schon gesehen. Das soll relativ gut sein. Das Ding lassen wir mal hier. Dann gehen wir erstmal gucken. Muss ich jetzt hin? Okay, ja, danke. Ja. Da war es irgendwo eine Kiste. So ist. Vermutlich gibt es auch noch einen Bosskampf oder sowas, oder? Am Ende? Ja. Gibt's doch nicht. Weg damit. So, was muss ich denn hier machen? Hier muss dieses Ding rein. Ich habe es geahnt. Ich brauche so ein Ding. Da auch? Ich habe doch nur einen. Das heißt nicht, ich brauche hier zwei. Ich habe doch nur einen so ein Teil gefunden. Okay. Ach, da ist noch eine. Okay. Dann müssen wir erst einmal die hier holen.
Ich hab's geahnt. Das war hier. Haben wir die liegen lassen? Kommst du bitte mit raus? Danke. So. Mal dadurch. Hier lang. Wo sind die jetzt geblieben? Da. Super, oder? Oh, dann bleibt das Ding irgendwo hängen und du musst nochmal zurück und... Oh, Mann. So, herzlichen Dank, aber das will man dann auch nicht. So, einmal muss ich... Die Tür ist abgeschlossen. Ohne Strom können wir sie nicht öffnen. So, einmal. Und dann zweimal. Dann gucken wir mal. Was dann passiert. Lustiges. Fehler. Daten für das interne Mikroklima des PEC-4-Energiegenerators sind suboptimal. Erzeugung von Strom ist nicht möglich. Hol den Hitzewerkstattbehälter. Hol die Energie der Kerzen reicht nicht, um das Haupttor mit Strom zu versorgen. Whatever. Aber durch ihre Installation wurde ein System aktiviert, das das Birke-Lebenserhaltungssystem mit speziellen Polymeren versorgt. Das Lebenserhaltungssystem hat 4 Hauptfunktionen. Das Aufrechterhalten der optimalen Temperatur, das Beseitigen von Insekten. Mit anderen Worten, 4 Sockel, 4 Behälter. Und jetzt muss ich hier gucken, wo das ist. Vermutlich. Aber hier war ich schon, oder? Wo finde ich denn die jetzt bitte? Behälter erforderlich. So, warte mal. Hier gibt es Algenwerkstatt und Hitzewerkstatt. Okay. Nein, danke. Und da gibt es noch 2. Was ist das? Kälte und Pestizid vermutlich. Da komme ich aber noch nicht rein. Also ich muss erstmal hier lang. Und ich mache hier mal Schluss für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.